Wir befinden uns heute in Dorsten. Für alle, die es nicht wissen, zur einen Seite der Ruhrpott, zur anderen Seite die italienische Toskana im Rosin-Restaurant. Ja, das Münsterland. Das Münsterland. Wenn man fährt da durch die bäuerliche Landschaft und dann betritt man das Reich, dein Reich, seit über 20 Jahren. Wir haben heute gesagt, wir sprechen nicht über Kräuterkunde, Konsistenzen oder Rezepturen, sondern Tacheles, über Business. Zum einen bist du ja jetzt nicht unter den klassischen 3-Sterne-Lehrmeistern groß geworden. Dass man bei dir geil essen kann und unter anderem auch selbstgemachte Weine trinken kann, ist hinlänglich bekannt. Aber was in deinem Restaurant speziell ist, ist die Mitarbeiterführung. Human Resources. Kannst du uns das ein bisschen erklären, wie das bei euch läuft? Jemand, der kreativ arbeitet und jeden Tag dieselbe Leistung bringen muss, was praktisch in keiner Branche wirklich funktioniert. Aber bei uns wird es erwartet, weil das was mit dem Markenbewusstsein zu tun hat. Und wenn man solche Mitarbeiter hat und das auch fordert und das leben möchte, dann muss man ihnen auch eine dementsprechende Fläche dafür geben. Und das bedeutet Ruhe, zeitgemäßes Arbeiten und auch der Sache und unserer allgemeinen sozialen Lebensstruktur dementsprechende Löhne. Mhm. Ist das auch direkt proportional zum Fachkräftemangel, wo du sagst, du hast Mitarbeiter, die sind seit über 20 Jahren bei dir? Ist es im Grunde eine Milchmädchenrechnung? Geht's unterm Strich um die richtige Bezahlung, wenn ich gute Leute haben will, lang? Ja, es geht um die richtige Bezahlung, es geht um die Zukunft. Ja, also welche Zukunft kann ich meinem Mitarbeiter bieten? Was kann mein Mitarbeiter auch für sich privat planen? Was sehr, sehr wichtig ist, finde ich heute. Und vor allen Dingen sind die Jungen, also die Generation vor mir, die Generation nach mir, das sind ja Menschen, man sagt ja immer, die jungen Leute wollen nicht mehr arbeiten. Also das stimmt nicht, das stimmt nicht. Sie wollen nur ordentlich behandelt werden, sie wollen eine ordentliche Grundlage haben und sie wollen wirklich auf Augenhöhe wahrgenommen werden. Was in meiner Generation gar nicht stattfand. Ne? Also der Koch war der Depp, der war in der Küche, der wurde verprügelt, der ist unterbezahlt, dann am besten noch 40% Schwarzgeld, 6-Tage-Woche, Teildienst, aber dann auch meistens Durchdienst. Man konnte ja nie bei einem Sternekollegen arbeiten, der nicht gesagt hat, du arbeitest von 10 bis 12, 24 Uhr durch oder machst 2 Stunden Pause oder so. Mhm. Ja? Und das war ja auch noch, das war ja noch was. Mhm. Da war man ja stolz früher drauf. Ja? Ich bin der Meinung, dass die Gastronomie in den letzten 50 Jahren auf Sklaventum aufgebaut war. Mhm. Jetzt kommt die Rechnung. Ja. Jetzt kommt nämlich die zivilisierte Welt und sagt, wir machen das alles nur mit, wenn es dementsprechend auch, ich sag mal, ein gastronomisches Silicon Valley gibt. Mhm. Das heißt, eine Herannäherung von natürlichem Wissensniveau. Und da geht es nicht nur ums Fachwissen, sondern auch um soziales Wissen, Umgang, Weltmensch, Kosmopolit sein. All diese Dinge, die in der Gastronomie heute wesentlich sind. Mhm. Ist es vielleicht auch so ein bisschen dein Werdegang, dass du sagst, heute bist du ja eigentlich nicht mehr jetzt der Koch, du bist eher Gastronom / Management. Ist es auch für einen Betrieb wichtig, dass es den einen gibt, der vorne steht und auch sich um diese Dinge kümmert und nicht in der Küche steht? Naja, ich glaube, dass es in der Vergangenheit ein Fehler war, dass der Küchenchef letztendlich in seiner Küche geklebt hat. Mhm. Der Küchenchef, also kein Fußballstürmer, muss nicht auch mal in der Abwehr aushelfen. Mhm. Und das bedeutet, dass Unternehmerisches nicht begriffen wurde, eine Mehrverwertung des Ganzen zu zelebrieren. Das bedeutet, dass man eben nicht nur abends seine 40 Gäste in seinem Sternerestaurant hat, sondern dass man hingeht und sagt, was mache ich eigentlich, wie stelle ich eine Marke auf und was hat die Marke für eine Aussage, wofür stehe ich eigentlich? Und das heißt nicht für Regionalität und für Jahreszeiten und diesen ganzen Pipapo, morgen ist Kohl modern, ein Jahr später der Schweinebraten. Also sich nicht einem Trend hingeben, sondern selber eine Marke werden. Jetzt ist es definitiv so, du hast selber auch im Vorfeld irgendwie so gesagt, dass die Gastronomie eine
die vielleicht weltweit die einzige Branche ist, wo die Big Player, die Benchmark, täglich eigentlich um die Existenz kämpfen muss. Mhm. Warum? Ja, es ist in der Vergangenheit mit einer falschen Eitelkeit gearbeitet worden. Dazu kommt es, dass die Unternehmer in der Branche teilweise keine guten Unternehmer waren, weil sie nämlich ihren Mitarbeitern keine wirklichen Aufgabenziele gegeben haben. Das heißt unter anderem wirklich zu rechnen, gut zu kalkulieren und dementsprechend dann auch ökonomisch zu arbeiten. Das beste Beispiel ist ja, wenn man sagt, ich kann den Preis nicht nehmen, das zahlt man hier nicht. Also dieser Satz ist für mich im Grunde genommen, ja, und ich sehe das ja bei Rosins Restaurants seit 10 Jahren auch, ja, es wird im Grunde genommen in ganz Europa derselbe Satz gesagt. Also hier, also in dem Ort, können wir das nicht machen. Mhm. Das geht überhaupt nicht. Und es geht. Ne? Wenn Porsche den neuen Turbo rausbringt, dann sagen die ja auch nicht, komm, wir verkaufen den erstmal für einen Golf Diesel, sonst werden wir den vielleicht ja gar nicht los. Mhm. Aber nein, es wird ja nur gekauft, weil er eben auch diesen Preis hat. Mhm. Und weil es dementsprechend auch dann diesen, wie man sagt, Mythos gibt. Mhm. Und ich glaube, man muss sich bewusst sein, dass Wert auch für Wert angeboten werden kann. Wir leben in einer neuen sozialen Generation, wo wir sozialverantwortlich denken, wir haben den Mindestlohn und all diese Dinge, die Mitarbeiter können nicht mehr schwarz bezahlt werden, es gibt die Arbeitszeitenerfassung und, richtig so. Mhm. Alles richtig. Aber damit das die Betriebe auch leisten können, muss man sich bewusst sein, dass die Speisekarten und das Angebot mindestens 30-35% erhöht werden muss vom Preis, damit die Betriebe eben auch sauber kalkulieren können. Und das, was der Verbraucher auf seiner Arbeit erwirtschaftet und was in unserem sozialen Kontext gelebt werden soll, das muss letztendlich dann aber auch der Gewerbetreibende dementsprechend aber auch dann wiederbekommen. Mhm. War das verständlich? Ja, doch. Und da würde ich nämlich auch gerne einhaken, weil es für mich ja immer spannend ist, weil es natürlich einerseits staatlich immer enorme Auflagen für die Gastronomie gibt. Andererseits ist man, glaube ich, an einer Weggabelung, wo man sagt, okay. Also ich weiß ganz genau, was du sagen willst. Es gibt diesen Spruch, gerade im Zuge der Stundenerfassung und des Mindestlohns, dass die Gastronomen sagen, ja, wenn wir dann eine Veranstaltung oder eine Hochzeit haben, dann kann ich... Das ist ja das Problem. Diese Ausrede ist infam, weil sie unternehmerisch einfach so begrenzt ist. Dann muss ich eben in einem Zwei-Schichten-Plan arbeiten und muss dem Kunden das aber auch so verkaufen. Da werde ich sagen, passen Sie mal auf, Sie arbeiten über eine Arbeitszeitregelung hinaus und dort gibt es dann aus dem Personalwesen Extrakosten. Mhm. Und warum wird das nicht gemacht? Weil es grundsätzlich, sind wir auf einem Ausbildungsniveau in dieser Branche, was immer noch aus den 60er Jahren kommt. Ja, wenn ich dieses höre, wie kalkuliert man? Ja, mal 3,5. Einkauf mal 3,5. Ja, das ist das Dämlichste, was es überhaupt gibt. Ja. Ja, und das sind alles diese Dinge, da kann ich auch nicht verstehen, dass der Hotel- und Gaststättenverband da, ich sag mal, sich so an alten Stühlen festhält und nicht sagt, hier muss es einen Ruck geben. Eines der größten Bruttosozialprodukte im deutschsprachigen Europa, die Gastronomie, verfranst, wertig. Jetzt sagt man natürlich, ja, aber es gibt doch viele gute Unternehmen. Ja, die gibt es aber auch nur, weil sie von Ökonomen geführt werden und nicht von Gastronomen. Ja. Die sagen nämlich, pass mal auf, Café del Sol und wie sie alle heißen, wir haben eine Kalkulation, wir haben eine Öffnungszeitentendenz, wir wissen ganz genau, was wir kalkulieren. Mhm. Und jetzt holen wir uns einen Gastronomen, der das Ganze realisiert. Mhm. Aber geführt wird es von einem klar denkenden und klar rechnenden Ökonomen. Und das ist der Unterschied. Wir brauchen ökonomische, wirtschaftliche Ausbildung. Wir sind mittlerweile mittelständische Unternehmen und keine Eckkneipen mehr, wo die Mutti hinten kocht und der Vati vorne zapft und die Oma am Wochenende spült und die Tante das Kuchenbuffet am Sonntag macht. Mhm. Die Zeiten sind vorbei. Ist es so, oder mir kommt es zumindest so vor, dass wenn du mit jungen Leuten, die gerade die Ausbildung hinter sich haben, dann den ersten Posten als Küchenchef übernehmen, dann irgendwie alle schnaufen und sagen, boah, wir müssen hier wirklich... betriebs- und kaufmännisch denken, fängt es da wirklich in der Ausbildung schon zu haken an, dass man eigentlich vom Berufsbild her
zu wenig oder das Falsche vermittelt, sprich nur, wie filetiere ich jetzt meinen Fisch und wie arbeite ich in der Küche? Fehlt es da an der betriebswirtschaftlichen Ausbildung? Ja, alles. Menschenführung, Kalkulation, betriebswirtschaftliche Auswertung, betriebswirtschaftliches Denken. Aber dann auch zu erkennen, dass Gastronomie auf jeden Fall Umgang mit Menschen bedeutet. Mhm. Und ich kann den Umgang mit Menschen nur realisieren, wenn ich weiß, wie Menschen sind, die sich überall in der Welt bewegen. Mhm. Heutzutage sind wir alle kosmopolit und sehr, sehr individuell unterwegs. Mhm. Und ich sage euch, 80% der Gäste haben teilweise mehr Ahnung von Gastronomie als die Gastronomen selbst, weil die sind den ganzen Tag nur in ihrer Kneipe. Und die Menschen, die Businessleute oder wer auch immer, die bewegen sich Urlaub, was weiß ich, Job, England, Spanien, Frankreich, tralala, kommen jedes Mal mit Gastronomie und mit Gastlichkeit in Berührung. Mhm. Und dann haben sie auch eine Quintessenz, was sie erwarten von einer guten, natürlichen Gastlichkeit. So, aber der Gastronom, der nicht ausgebildet wird und zum Beispiel Freunde von mir, ich will jetzt keinen Namen nennen, ist gerade in Japan. Mhm. Der macht eine Japan-Tour. Mhm. Der guckt sich das an, allein von den Bildern werde ich schon angefixt. Ja. Ja? Und das ist das, was auch zum Ausbildungsrhythmus gehört. Ein guter Gastronom muss nicht nur ein guter Koch oder ein guter Korkenzieher sein, sondern er muss menschliches und gesellschaftliches Niveau unterhalten können. Mhm. Es wäre ja auch jetzt falsch zu sagen, du bist Frank Rosin, der Zwei-Sterne-Koch, du hast einen Küchenchef, du stehst auch davor, dass du kochen kannst, wissen wir. Ist es dann irgendwo auch sinnvoll zu sagen, okay, es braucht, ob an einer gewissen Größe, wenn wir von mittelständischen Betrieben sprechen, nicht mehr den Manager-Küchenchef in Personalunion, sondern wirklich jemanden, der geschützt vor Betriebsblindheit wirklich sagt, ich gehe raus, ich lasse mich inspirieren, ich schaue mal andere Betriebe an, um diesen Input wieder ins eigene Unternehmen zu bringen. Also ich kann zum Beispiel nicht verstehen, warum es den F&B-Manager gibt. Mhm. Das ist für mich die größte Lachnummer überhaupt. Mhm. Wenn ich einen Abteilungsleiter habe, einen Küchenchef, dann muss der seinen Rotz selber organisieren. Mhm. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Mhm. Das ist schon mal die größte Lachnummer. Es ist doch so, ein Rezept macht nicht ein gutes Essen. Mhm. Das bringt dich nur dahin. Das ist wie eine Mathearbeit, wie eine Textaufgabe. Mhm. Es bringt dich nur dahin. Meine Mutter hat immer früher gesagt, du musst den Weg verstehen. Mhm. So, und so ist es auch in der Gastronomie. Ein gutes Stück Fleisch und ein guter Wein oder ein guter Stuhl oder eine gute Einrichtung. Die Menschen machen den Unterschied. Die Menschen. Mhm. Und das hat was damit zu tun, dass man sich die Zeit, die Muße nimmt und sagt, ich gebe meinem Unternehmen ein Markenbewusstsein. Das sind wir. Mhm. Jetzt bist du Kraft deines Amtes viele Jahre sag ich mal, als Elendstourist in vielen Gastronomiestädtenbetrieben unterwegs gewesen, die jetzt nicht auf Top-Niveau agieren, sondern eben noch diese Eckkneipe im Dorf sind. Was sind so die 0815-Probleme in den Betrieben, die du, wo du hingehst und sagst, ja, das ist so ein Schema, das zieht sich doch alle durch? Ja, Rosins Restaurants gibt es seit 10 Jahren und die 12. Staffel jetzt. Mhm. Und es gibt ein ganz einhelliges und einheitliches Merkmal, und das ist die fachliche Inkompetenz. Mhm. Dass man in unserem Bereich ein Unternehmen gründen kann und führen kann, ohne dass man fachlich diesbezüglich ausgebildet wurde, mit einer Prüfung, mit allem drum und dran. Du brauchst den Friseurmeister, du musst als Bäcker sogar Meister sein, du musst für überall, du musst sogar Bademeister sein. Ja? Aber dieses komplexe, vielschichtige System von Gastronomie. Kann jeder aufmachen. Ja. Ne? Und das ist das Problem. Mhm. Und wenn sich das nicht ändert, dann, das ist ja das Problem, warum es keine Mitarbeiter gibt, warum es keinen Nachwuchs gibt, weil es kein Niveau gibt, weil die Unternehmer kein Niveau haben. Das hat alles was damit zu tun. Mhm. Ein gutes Beispiel ist doch zum Beispiel The Taste bei Sat.1. Mhm. Da schmecken die Löffel teilweise von Hobbyköchen besser als von Profiköchen. Mhm. Da gibt es eine ganz einfache Erklärung. Der Hobbykoch möchte kochen. Mhm. Und teilweise der Profikoch muss kochen. Mhm. Und das hat was mit Muße und mit Hingabe und Leidenschaft zu tun. Ist es auch irgendwo ein bisschen Grund dafür, dass es ein medial verzerrtes Bild des Gastronomen, des Küchenchefs gibt, dass Leute denken mit nicht ausreichendem Fachwissen, das kann ja jeder Idiot machen, warum? Ich probiere es auch. Ja. Aber da muss ich sagen, da ist auch teilweise euer Blatt ein bisschen dran schuld. denn die hochgradige Popkultur
ist natürlich auch ein Problem, jemanden den Realismus irgendwie oder ein Vorhang des Realismus irgendwie vorzuhängen, um eine gewisse Pseudo-Attraktivität zu vermitteln, die in dem Fall einfach nur etwas vorgegaukelt ist. Mhm. Jetzt weiß ich die abschließende Frage endlich. Ja. Wenn Rosins Restauranttester in Rosins Restaurant gehen würde, was würde er kritisieren? Das ist eine mega Frage. Das ist eine mega Frage. Also, das ist mein Baby. Das ist mein Kind. Also, kein Mensch sagt, dass er ein hässliches Kind hat. Kein Vater sagt, dass er ein hässliches Kind hat. Und wenn es einen hässlichen Haarschnitt hätte, würdest du ihm die Haare schneiden? Ja, sozusagen. Das hast du gemacht. Dankeschön. Tausend Dank für das Interview. Ja. Dir viel Erfolg beim Weiterabnehmen. Du hast schon einiges abgespeckt. Ja, 18 Kilo. Also, Stefan Hensler kann sich anhalten. Wenn jetzt hast Stefan gesagt, Steffen, ne? Ja. Stefan hat es gesagt, ne? Ja. Steffen. Aber das musst du drin lassen, weil dann ärgert er sich zu Tode.